Herzlich willkommen bei Zauberbox TV. Mein Name ist Tristan und heute beschäftigen wir uns mit dem sogenannten Crisscross Force. Erst einmal grundlegend, ein Force ist eine Methode, die es uns erlaubt, dem Zuschauer eine gewisse Spielkarte aufzudrängen, zum Beispiel in dem Fall das Pik Ass. Der Crisscross Force sieht folgendermaßen aus. Wir bitten den Zuschauer erst einmal irgendwo abzuheben und die Karten daneben zu legen. Perfekt. Wenn er es gemacht hat, markieren wir kurz die Stelle. Und jetzt eine Frage an den Zuschauer. Hat er schon mal irgendwas in Richtung Zauberei gesehen? Ja? Nicht? Okay. Keine Sorge, dann ist heute das erste Mal. Und zwar gucken wir mal an, welche Karte er genommen hat. Die merkt er sich am besten einmal. Perfekt. Und dann kommt sie wieder zurück ins Kartenspiel rein. Und das war so eine kleine Performance von dem Crisscross Force, wie er ungefähr aussieht. Ja? Also der Zuschauer hat quasi angeblich eine freie Wahl gehabt, irgendeine Karte auszuwählen, er hat sich für das Pik Ass entschieden. Nun werden wir euch natürlich auch erklären, wie das Ganze funktioniert. Der Crisscross Force oder der Kreuzforcier-Methode, wie man sie vielleicht auch im Deutschen übersetzen könnte, ist eine sehr einfache Methode, da sie wirklich keinerlei Fingerfertigkeit voraussetzt, allerdings gewisse Fähigkeiten, die Leute abzulenken, denn das ist das Wichtigste. Ja, denn ohne den Part, wo Ablenkung passiert, ist dieser Force ziemlich wirkungslos. Deswegen auf jeden Fall wichtig, den Zuschauer abzulenken. Und auch wenn das jetzt über die Kamera nicht so gut rüberkam, wenn ihr das vor Leuten, vor echten Leuten, vor echten Menschen performt, dann werdet ihr sehen, das wird auf jeden Fall Wirkung zeigen. Was ihr alles braucht, ist ein Kartenspiel und natürlich eine Karte, die ihr dem Zuschauer forcieren möchtet, in dem Fall das Pik Ass. Ihr könnt natürlich jede andere Karte nehmen, ihr könnt natürlich auch die Karte nehmen, die gerade oben ist, oder ihr könnt extra eine Karte nach oben legen, unauffällig. Und dann kann es auch schon losgehen, ja? Jetzt kommen wir zum Teil, der wirklich gar nicht ganz einfach ist, wenig Fingerfertigkeit voraussetzt. Nämlich darf der Zuschauer irgendwo abheben. Und er sagt, bitte heb mal irgendwo, am besten in der Mitte oder so, keine Ahnung, ab und legt den Stapel daneben. Das macht er auch, können die meisten. Und dann nehmt ihr direkt den nächsten Stapel und sagt, pass auf, wir markieren das mal ganz kurz. Wir legen das mal oben drauf. Und dann müsst ihr direkt mit der Misdirection, also mit der Ablenkung starten. Da könnt ihr den Zuschauer irgendwas fragen, zum Beispiel den Namen oder wann er Geburtstag hat, das vielleicht jetzt nicht, aber irgendwie den Namen fragen oder fragen, ob er schon mal irgendeinen Zaubertrick gesehen hat. Nein? Okay, gut, dann ist es das erste Mal. Wir gucken mal, was für eine Karte du genommen hast. Ja? Hebt dann hier ab und zeigt dem Zuschauer die angeblich ausgewählte Karte, denn seien wir mal ehrlich, das ist oben, ja, also so sieht der aus, wenn wir die oberste Karte umdrehen, der Zuschauer hebt irgendwo ab, wir markieren das ganz kurz, haben die schon mal einen Zaubertrick gesehen, bla bla, hier geht der ihre Karte, zack, also ohne das Ganze drumherum, ohne das Ausschmücken ist der ja wirklich, wirklich wirkungslos. Deswegen ist es wichtig, da auf jeden Fall die Leute abzulenken. Und danach könnt ihr dann eure Routine, euren Effekt so vorführen, wie ihr möchtet. Ja, ihr könnt dann die Karte irgendwo wieder zurück reintun, könnt die Karten durchmischen lassen, weil ihr wisst, welche Karte der Zuschauer genommen hat und könnt die Karte immer wieder finden, wann ihr wollt. So. Jetzt gibt es natürlich noch so ein paar Tipps, die ich euch geben möchte, damit das noch am besten klappt. Und zwar kann ich euch den Tipp geben, macht es so oft wie möglich, aber vor Leuten, nicht vor der Kamera, nicht vorm Spiegel, nicht vor euch selbst. Es bringt einfach nichts, weil der wichtige Part ist die Ablenkung und die Ablenkung kann man nur üben, wenn man es übt vor Leuten. Deswegen kann ich euch noch den Tipp geben, benutzt diesen Force, diese Forcier-Methode, dann, wenn ihr sie nicht braucht. Ja? Weil wenn ihr sie nicht braucht, könnt ihr auch theoretisch nichts falsch machen. Also selbst wenn der Zuschauer jetzt skeptisch wird und sagt, ja, das ist aber ganz einfach, das ist doch die oberste Karte, dann sagt ihr zum Beispiel, sehr gut aufgepasst, gut, jetzt kannst du wirklich eine Karte ziehen. Du darfst wirklich eine Karte ziehen. Ja, und dann müsst ihr natürlich dann darauf achten, dass ihr die Karte dann irgendwie unter Kontrolle habt, weil jetzt ist ja irgendeine freie gewählte Karte. Also benutzt den Force dann, wenn ihr ihn nicht braucht, einfach aus Übungszwecken, der Zuschauer ahnt nichts, ja, also wenn er nicht weiß, was passiert, dann wird er auch nirgendwo drauf achten. Und ja, falls ihr noch Fragen habt rund um den Crisscross Force, schreibt es gerne in die Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail an hier zauberboxtv@zauberbox.at. Und das war Zauberbox TV. Wir hoffen, euch konnten euch helfen.
Bis zum nächsten Mal, euer Tristan.